Liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ja, jeder von uns, der eine kleine Werkstatt hat, hat auch das Problem Platzmangel. Da muss man wirklich jeden Zentimeter nutzen, um sein Werkzeug, um sein Verbrauchsmaterial und irgendwie unterbringen zu können. Ich habe ja schon etwas Wandfläche, wo ich mein Werkzeug aufhängen kann. Das wird auch in Zukunft passieren, dass ich da schon mal ein paar Sachen an die Wand hängen kann. Ich habe aber auch jede Menge anderes Zeug, was ich jetzt nicht tagtäglich nutze, Verbrauchsmaterial zum Beispiel. Die möchte ich jetzt nicht hier im unteren Bereich aufbewahren, sondern die sollen obenrum irgendwo untergebracht werden. Ich habe hier die obere Kante von meiner USB-Wand bis zur Decke noch einen Ticken mehr als 40 cm Platz. Und da bauen wir uns heute ein Regal hin, damit hier endlich mal ein bisschen Ordnung reinkommt. Denn in Zukunft muss ich ja noch Werkbänke bauen, Schubladen etc. Aber das sehen wir dann in den folgenden Videos. Heute geht es um das Regal und dafür habe ich mir USB gekauft. Machen wir den Zuschnitt. Los geht's. Was ich jetzt gerade hier mache, das ist unglaublich stressig. Der Boden und der Deckel, die Tiefe davon sind ja so circa 30 cm und die Rückwand mache ich dann später aus den Resten. Messe mal hier aus, wie viel ich absägen muss. Ein Zentimeter, machen wir 1,5, legen die Schiene auf. Noch habe ich keine Absaugung, das werde ich auch in Zukunft bauen, aber erstmal das Wichtigste. Ja. Die äußeren kleineren Stücke, die werde ich jetzt zuschneiden. Hier haben wir Boden und Deckel. Hier ist unsere Rückwand. Genau, hier sind dann die Seitenteile. Wir haben eine Materialstärke von 15 mm. Stellen den Speedmarker auf 7,5. So, Senkbohrer. Hier so ein Bohrsenker, perfekt. Den verlinke ich euch, falls ihr da Interesse dran habt. Das Ding ist echt schön aus Alu, da ist nichts aus Kunststoff. Der Bohrer, der ist super rattenscharf und fühlt sich auf jeden Fall wertig an. Das ist die Rückwand, haben wir gesagt, und das andere ist der Boden oder Deckel. So, hier haben wir unsere Zwischenwände. Somit trennen wir erstmal das ganze Zeug voneinander und haben natürlich den Nebeneffekt, dass das Ganze stabiler ist. Da biegt sich auch gar nichts mehr durch. Also dran schrauben, schön im Winkel und dann mit dem Regal an die Wand. Die Aufteilung, die mache ich so gleichmäßig. 4 Fächer, a 440 circa breit. Deshalb messe ich mir jetzt einfach mal kurz
den Abstand aus. Werde mir das anzeichnen. 440. Zeichne mir das hier an. Mm ist die Platte dick. So, dann mache ich einfach hier noch eine Markierung hin, damit ich die Bohrlöcher vorbohren kann. So, und jetzt einmal von hinten festschrauben und dann hoffe ich doch, dass das stabil genug ist. So, so, so. Das erste Regal ist fertig. Die größte Herausforderung ist für mich jetzt das schwere Teil hoch festhalten, an die Wand bohren oder in die Wand bohren und an der Wand zu befestigen. Das ist jetzt ein bisschen problematisch, aber zur Hilfe nehme ich mir jetzt hier diese Winkel, die werde ich an die USB-Wand befestigen und darauf werde ich erstmal das Regal abstützen. Könnte man jetzt auch direkt auf die Winkel schrauben, sieht aber schlecht aus. Ich möchte, dass das Regal an der Wand montiert ist und dann ja, gucken wir mal, wie es weitergeht. So, jetzt klettere ich mal hier auf die Werkbank und zeige euch mal, was ich gemacht habe. Das zweite Regal, das habe ich auch wie beim ersten an die Wand montiert und hier die Ecken aneinander gestoßen. Jetzt ist natürlich dadurch hier eine freie Fläche entstanden, also ein Freiraum, der nicht nutzbar ist. Man hätte natürlich jetzt alles im Winkel zuschneiden können und dann zusammenlegen können. Dann hätte man da auch noch ein bisschen Ablagefläche. Der Aufwand, der lohnt sich nicht, finde ich. Wenn ihr Zeit und Bock darauf habt, könnt ihr das ja machen. Quasi 45 Grad hier und hier und dann könnt ihr das Ganze zusammenfügen. Habe ich jetzt weggelassen und werde jetzt die Lücke mit einem Reststück USB füllen, dass ich das dann hier festmache und dann ist das hier geschlossen. Ich habe hier zwei, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, zwei Schrauben, einmal hier und einmal hier leicht reingedreht, damit ich das nachher schön runterziehen kann. Ja. Das ist jetzt nur, um das Loch zu schließen. Es muss nichts halten, deshalb werde ich das auch gar nicht festschrauben. Ich werde das andere Regal allerhöchstens noch zusammenbauen, aber dann nicht mehr bohren und hämmern, weil wir wollen ja die Nachbarn nicht verärgern. Zwischen der Rückwand und dem Regal ist so ein minimaler Spalt. Da habe ich mir überlegt, nimmst du doch einfach hier so diese restlichen USB-Streifen, schraubst du die da als Abschlussleiste dran. Bevor ich sie wegwerfe, sieht wahrscheinlich auch am Ende viel schöner aus.
Das machen wir jetzt. So, fertig. Im Anschluss zeige ich euch natürlich das Gesamtbild, wie das ja mit der USB-Wand aussieht und wie viel Platz man eigentlich oder wie viel Stauraum man eigentlich gewonnen hat. Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass wir uns dann in den nächsten Tagen oder nächste Woche Sonntag wiedersehen. Also, macht's gut, bis demnächst. Tschüss.